Du hast gesagt, du hast einen schweren Schatten. Hab ich gesagt, du sollst es wörtlich nehmen? Ja. Hast du. Okay. So. In etwa war das doch. Zack. Könntest du mal den Masterhebel ziehen, bitte? Ich bin gar nicht in der Nähe, aber okay. Okay. Dann muss ich halt da mal gerade hingehen. Schnips. Du meinst den neu angelegten Masterhebel? Den neu angelegten Masterhebel, ja. Jetpack enabled. Löse ich damit schon irgendeine Aktion aus? Die Aktion, dass ich das andere Kabel abbauen kann. Okay. Damit nicht gleich alles geflutet wird. Ah, alles klar. Dede, 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 dede. KST Beats El Contrato, Beat Nummer 135. Ich habe lang nichts mehr vom KST gehört. Also aktiv. Ich überlege gerade, MS, hast du was von ihm gehört? Ja, der hat gerade Pause. Er hat Pause? Ja. Okay. Auf dem Schulhof. Katze. Ist gerade auf dem Schulhof unterwegs. Auf dem Schulhof? Ja, hat Pause. Nee, keine Ahnung. Hier, der MS verarscht uns. Ich bin Bassolist. So, Mr. Miyagi. Migrant. Mach mal keine verkehrten Witze über Migranten, mein Freund. Nö, ich doch nicht. Das hier ist das zweite. Das hier ist das... Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Das müsste richtig sein. Und dann haben wir... Hier, 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 hier. Bevor ich jetzt hier was anschalte, oder du? Nach dem Kakaobohnen, das Feld. Ja. Außenfläche ist 1300. Wie ist Außenfläche gemeint? Da, wo das Gras langläuft. Wo die Fackel langläuft. 1327. Richtig. Und nach rechts gehend? 1318. Das sind die Außenwände, die nicht mit Strom versorgt werden müssen, weil da genau. Gras ist. Also 1026 bis 1326, 1319. 18. Ja, 1319 ist dann Infield, ja. Braucht Strom. Ja. Braucht es. 1318 nicht mehr. Richtig? Richtig. Gut. Dann haben wir das Kakaofeld. 1328 bis. Och, MS. Ich bin doch auch an einem Projekt dran. Sekunde. Ja, ich muss wissen. Außenfield. 1300 was? 1328 braucht Strom. Bis? Also, ach, du willst Infield wissen. Ist ja. Klar. Bis einschließlich 1335. Bis einschließlich? 1335. Gut.
Blub, blub. Bip, 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 bip. Bip, bililim. So. Pum, 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 pum. Papam, papam. Ich habe ja mal eine provisorische Mini-Überdachung drauf gemacht. Ich habe nicht gesagt, dass sie gut aussieht. Gleich vorweg, ne? Okay. Feld ganz links und Feld links. Das zweite Feld von links. Kannst du anschalten. Feld ganz links. Ja. Ist angeschaltet. Und das daneben. Auch angeschaltet. Mhm. Das dritte auch. Angeschaltet. Und wie das jetzt einfach bis dahin ist ja egal. Das andere kannst du theoretisch auch schon anschalten, nur die Verkabelung ist dann halt da. Soll ich es einschalten oder soll ich es lassen? Ja, kannst du. Gut. Ist gemacht. Mhm. So. Das ist aktuell, wie die jetzt die Schalter stehen. Jetzt sind sie aktuell alle eingeschaltet. Richtig, und so muss es bleiben. Du musst ja die Schalter dann ausmachen, damit es geflutet wird. Boah, voll die rote Linie und so. Selbstverständlich, um irgendwas zu fluten, musst du vorher den Masterhebel ausmachen. Weil, guck, Masterhebel, also die Masterstrippe geht einfach hier unten durch, hier unten lang. Ja, ja. Mit. Und geht dann einfach jetzt hier hinten lang. Okay. Und die kollidieren nicht, die beiden Kabel? Nein. Nein. Ist klar. Wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel Möhrchen ausschalten, wenn du jetzt die Möhrchen abtragen willst, musst du erst den Masterhebel ziehen, den du sowieso eigentlich immer ziehen musst, beziehungsweise kannst du ausmachen. Also wenn du jetzt die oder sagen wir einfach, du willst jetzt die Kakao machen. Den Masterhebel musst du ausmachen. Okay. Damit es überhaupt gehen kann. Ah ja. Und wenn du jetzt leuchtet den Kakaohebel machen würdest, würdest du alles fluten. Lässt du natürlich den Masterhebel an. Passiert nichts, ist klar. Passiert hier gar nichts. Kann ja nicht, gibt ja einen Kurzschluss. Okay. Hast du gesehen übrigens dieses wunderschöne Dach? Wunderbar. Wie er guckt. Ja, fluten können wir ja nur, wenn du deinen Magnetmodus aus hast, um es später ausprobieren zu können. Ich gehe auch mal davon aus, dass man das mit Sicherheit noch zeigen wird in dieser Aufnahme. Wollen wir hier noch Schilder oder sowas hinstellen, dass du weißt, was du fluten kannst, musst, willst? Kannst auch Bilderrahmen hinhängen oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bilderrahmen hätte ich, wenn ich die brüchige Steinmauer gemacht habe, hinhängen können. Hier soll ja jetzt, also hier vorne, was du hier alles siehst, das hätte ich gern alles aus Glas. Ja, das geht doch. So meinst du? Mhm. Ja, das knisternde Geräusch im Hintergrund habe ich im Übrigen beim letzten Mal versucht rauszufiltern. Geht leider nicht zu filtern. Da muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Das liegt an MS-74. Nein. Dieses Geräusch wird aktiv von ihm verursacht. Ja, und ich habe es jetzt halt probiert mit zig Filtern, um dir das Geräusch zu ersparen. Vorne. Hat er wieder nicht zugehört. Wieso denn nicht ganz rundherum? Lass doch. Okay. Du hast doch ein Dingens. Was hab ich? Ein Aufzug. Du kommst doch hier so oder so jederzeit rein und raus. Okay. Dann hast du auch was dazu beigetragen. Ja, ich habe dafür gesorgt, dass es scheiße aussieht. Richtig. Ist ja in Ordnung.
Das darf ich auch. Stimmt, ist ja dein Let's Play. Es sieht wirklich scheiße aus, MS. Oder? Ich weiß es nicht so genau. Ich muss es mir bei Tageslicht angucken, aber. Es ist kein Tag. MS, geh mal schlafen. Ja, ja. Stimmt, es ist gar kein Tag. MS, geh mal schlafen. Gehst du schlafen? Ja, ich bin. Gehst du sofort schlafen? Gehen. Ja, ich habe keinen Bock, jetzt den Schlafsack auszupacken. Bitte, ich glaube, das nervt ihn. Nein, überhaupt nicht. Obwohl, komm, das ist okay. Eine leichte Schräge hier. Hey, voll die schräge Konstruktion. Oh Gott, total hässlich. Aber naja, komm. Mach mir ein schräges Dach, MS. Du Design Pro. Gut, dass es nicht mein Design war. Mach mir ein schräges Dach, MS. Ich will kein schräges Dach. Aber ich will eins. So. Kleiner. Kleiner was? Kleiner Holzpiller. Kleiner was? Piller. Kleiner was? Holzpiller. Kleiner was? Hässlicher Vogel, was du bist, du Blöder. So. Oh. Hast du ein bisschen gut gemeint mit dem Glas, ne? Ich hab jetzt ja, ich darf ja auch zugemacht, das was zugeht. Was soll denn zugehen? Hier unten. Mit Erde. Achso, mit RD. Na, jetzt stehst du hier oben drin in deinem Glaskasten. Jetzt kann ich mit Steinen schmeißen? Jetzt kannst du mit Steinen schmeißen. Hehe. Hier. Ah, haha. Guck mal, guck mal, guck mal. Passiert nix. Hehe. MS, MS. Ich schmeiß mit Steine. Okay, lassen wir das. So, ich habe meinen Magnetmodus ausgemacht. Ich wenn, nicht. Wenn du hier rumüben willst, dann üb. Ich üb? Was will ich denn üben? Ja, hier so. Naja, wie man einen Hebel zieht. Ich weiß, wie man einen Hebel zieht. Wie man den Finger zieht, das weißt du schon. Guck. Der ist jetzt an. Der muss aus. Ja. Wenn du jetzt dein Kakaofeld ziehst. Yes. Wie das Kakaofeld? Dann wird das geflutet. Allerdings bleibt es, Kakao bleibt ja erstmal unten in der Kiste liegen, weil keine Config drin ist. Und Verteiler. Du hast die Konfigurationsdatei vergessen, MS-74. Nein. Oh nein. Meinst du, das war schon alles? Ich geh mal gucken. Hui. Hui. Nee, es war noch nicht alles. Nicht? Ich hätte es noch ein bisschen laufen lassen müssen, ja. Also wir müssen nicht mehr viel länger, aber ein bisschen. Okay. Oh doch, wir hätten es noch ein bisschen länger laufen lassen müssen. Das sind 2,5 Stacks, die ich da eingesammelt habe. Das ist eine Menge Zeug. Ja. Geil. Nö. Die sich jetzt hier unten in der Truhe erstmal sammeln. Okay. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das mal so und dann schmeißen wir die beiden da auch noch mit hin. So. Please let the Magnetmodus aus, because the other Teile are going to swim into the Truhe und so. Okay. In welcher Truhe sammeln die sich jetzt? In der unteren oder hier vorne bei uns in der Sammelkiste? Nee, unten. Kümmere ich mich drum. Bin gerade dabei. Okay. Ich muss halt nur Platz schaffen in meinem Inventar.